Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mond. Und ja, wir sind auf dem Weg zur Aether Foundation. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich soll jetzt über eine Brücke gehen. Wo ist denn hier eine Brücke? Hat hier jemand schon mal eine Brücke gesehen? Ich sehe keine Brücke. Nee, da nicht. Ja, quatsch mich nicht zu, du scheiß Rottom. Ich stech dir ins Auge. So. Ja, fick dich, Mann. Boah, echt, ey. Ohne, dass der einen zuquatscht, da mal irgendwas zu machen. Ach, da. Boah, und dafür musste ich dem jetzt zweimal ins Auge stechen, dem blöden Rottom. Boah, geht mir da echt auf den Sack manchmal. So, lalalala. Neues Pokémon habe ich natürlich auch wieder für dieses Let's Play ausgesucht. Lasst euch überraschen, welches das wohl sein mag. So. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Aether-Paradies. Das Aether-Paradies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Aether-Paradies kommen, oder? Ja. Gut, dann folge mir bitte. Das Aether-Paradies ist ein überwältigender Ort. Wartet, nehmt mich mit! Nanu, die Inselkönigin Myla, verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut den Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge andere Dinge zu tun. Aber werft ihr doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte im Malihe Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf so einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringeres als die Fähre. Oh. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Gameblamer? Wirklich? Nee, aber wäre cool, oder? Oh Junge, bin ich auf das Aether-Paradies gespannt. Und ich mache einfach nur große Augen. Mein Pokémon-Charakter ist irgendwie so gar nicht wie ich. Oh, kleiner Umweg. Und dann kommen wir schon auf die vierte Insel, ne, wenn ich das richtig sehe. Da haben wir ja schon ganz schön viel vom Spiel geschafft. Nein, ich tue eigentlich nur so, als wenn die Musik mir gefällt. Eigentlich ist sie total nervig. Da wären wir, ihr beiden. Das ist das Aether-Paradies.
Das Ätherparadies dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Ätherparadies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Okay. Gut zu wissen. Fabian. Nein, nein, nein. Würdest du mich bitte mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bring sie dann zur Präsidentin, ja? Was für ein Schnösel. Uff. Gameblamer Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Freut mich. Moment mal, du kennst unseren Namen? Ja, unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Aber sicher, je weniger wir laufen müssen, umso besser. Es geht aufwärts. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Pikachu! Gameblamer Tali, ihr zwei seid ja auf Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Sie wissen gut Bescheid. Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen will, wenn er alles gibt. Verstehe. Wenn man in euer Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Gameblamer, Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's. War diese Zwischenszene jetzt sinnlos oder war sie sinnlos oder kommt mir das nur so vor, dass sie sinnlos war? Ich weiß es nicht genau. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Ätherparadies verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Agrostella angegriffen werden. Ich lese euch aus meinem Pokédex vor. Och nö. Agrostella kriecht mit seinen 12 Beinen über den Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Opi hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn, aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß, unser Präsident ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ihr solltet ihr. Okay. Ja, das machen wir doch. Mogelbaum ist ein Pokémon, das sich als Baum tarnt, um sich zu schützen. Aber wäre es nicht besser, wenn es sich hier wie ein Baum aus Alola tarnen würde? Gut, da komme ich nicht durch. Also renne ich jetzt hier lang. Wie die Regionalformen entstehen konnten, das lässt sich ganz leicht erklären. Wer lange genug Urlaub in der Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Ich glaube, die Regionalformen sind auf ganz ähnliche Weise entstanden. Ja. Okay.
Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Sexy Eis mit Sahne. Gameblamer und Tali, ich heiße euch im Ätherparadies willkommen, der Privatinsel der Ether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst, Präsidentin solch einer großen Organisation und das, obwohl du noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln. Da verzeihe ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. Im Ernst jetzt? Jetzt sei doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei meinem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lilly steht da sicher total, aber mir? Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Was passiert da? Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Da hat sich wohl ein Loch aufgetan. Du, kommst du aus einer anderen Welt? Fiep, fiep. Samantha, sei vorsichtig, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. Fiep, fiep. Oh, es will kämpfen. Okay. Hätte ja auch sein können, dass mal ein friedliches Viech aus einer unbekannten Welt kommt. Aber nein. So, wir spielen dieses Let's Play mit Penisring. So, was kann denn Penisring? Blütenwirbel, Wachstum, Wickel und Diebeskuss. Oh, da zieht aber nicht sehr viel ab. Oh. Blütenwirbel. Ah, auch nicht so effektiv. Ich habe das Gefühl, Penisring macht gleich einen Abgang. Machen wir noch Wickel. Wehrt die Attacke ab? Scheiße. Giftschock. Oh, 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 da ist Penisring gleich weg. Da müssen wir wohl das Pokémon mal tauschen. Ach, wen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir Pimmelkopf. Pimmelkopf sieht ja aus wie das Vieh. Na, ein bisschen Ähnlichkeit haben sie. Giftschock. Moment, Pimmelkopf dürfte Giftschock aber eigentlich gar nichts ausmachen. Ach, scheiße. Gigasauger. Hoffentlich bringt das was. Oh ja, sieht gut aus. Na, aber nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Wie das Vieh flieht.
Es ist verschwunden. Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Was meinst du damit, Samantha? Was ihr eben gesehen habt, war eine Ultrabestie. Ein Wesen aus einer unbekannten Dimension, das durch eine Ultrapforte zu uns stieß. Es muss verängstigt gewesen sein. Immerhin wurde es ohne Vorwarnung in unsere ihm völlig unbekannte Welt gebracht. Ich muss ihm helfen, ihm mit bedingungsloser Liebe begegnen. Ihr beiden, ich danke euch. Ach, nicht der Rede wert. Ich kämpfe täglich gegen Ultrabestien. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselwanderschaft sind, richtig? Bringen Sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohlauf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten, damit meine Aether Foundation in der Lage ist, auch Ultrabestien in ihre Obhut zu nehmen. Konnichiwa, Igitakimasu, oder was auch immer. Dann werde ich euch mal nach Ula Ula bringen. Ja, mach das. Ah, die ist mir nicht ganz koscher, die Samantha. Die hat gerade so böse geguckt irgendwie. Ich hoffe, das ist euch auch aufgefallen. Ah, ich glaube, da ist irgendwas im Busch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ultrapforte sehen würde. Das muss ich unbedingt Professor Burnett erzählen. Ja, dieser Unfall oder wie man es nennen will. Mir fehlen leider die Worte, aber ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Ein Maslada und eine TM. Wow, eine Maxi-Malasada. Danke. Findet ihr nicht auch, dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nichts geht über eine leckere Mahlzeit, die man sich mit lieben Menschen teilen kann. Ach ja, Gameblamer, das ist für dich. Die TM Psychokinese. Danke. TM29 wurde in der TM-Tasche verstaut. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abenteuer auf eurer Inselwanderschaft. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Pia. Ja, haben wir in dieser Folge ja richtig viel Story erlebt, wa? Puh. Mir schlägt das Herz immer noch bis zum Hals. Die Ultrapforten gibt es also wirklich und die Ultrabestien auch. Die Welt steckt voller Überraschungen. Ich bin schon gespannt, was uns auf der nächsten Insel alles erwartet. Zeit für einen Snack. Fressack. Möchtest du was abhaben? Hier, hau rein. Mann, war das lecker. Schade, dass nichts mehr da ist. Das ist so ein Fressack, der ist so verfressen. Dass der nicht Fettsack, so ein Fettsack ist irgendwie. So, zack, vierte Insel. Meine Fresse. So weit sind wir schon. Jetzt sind wir schon auf Ula Ula. Tja, und es gibt noch vier Inseln. Das heißt, wir haben drei Viertel schon geschafft. Sei denn, es wird nachher wieder hin und her gesprungen. Das weiß man ja nicht. Da würde ich sagen, sind wir schon richtig weit gekommen. Das Let's Play geht aber auch schon ewig lang. Na, überlegt mal. Das geht jetzt schon seit einer Woche. Hutasa, da wären wir und diesmal ganz ohne Stolpern. Ula Ula sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Weißt du was, Gameblamer? Holen wir unsere Pokémon raus und kämpfen. Okay, machen wir das auch noch. Unsere Pokémon sollen schließlich auch die frische Luft von Ula Ula schnuppern dürfen. Na komm, das wird ihnen bestimmt gut tun. Wurden meine Pokémon ja zwischendurch eigentlich geheilt? Oder ist Penisring jetzt immer noch auf 10 WP oder wie auch immer runter? KP. Was ist das denn? Hat bestimmt immer noch keine Energie, oder? Doch, ist geheilt. Gut, dann kriegt Penisring nochmal tatsächlich die Chance zu zeigen, was es drauf hat.
Ach komm, Psychokinese. Ich bin eine Pflanze. Was soll das denn? Nochmal. Also Reitschuh habe ich so nicht in Erinnerung. Reitschuh sah immer ein bisschen anders aus, finde ich. Aber naja, egal. Das wäre jetzt Korinthenkackerei. Oh, Aquana. Nee, dann bleiben wir doch beim Pflanzen-Pokémon am besten, oder? Entziehen wir Aquana das Wasser. Ja, dass das sehr effektiv ist, klar. So, genau. Jetzt bewässer uns auch noch, damit wir stärker werden und wachsen. Blütenwirbel. Komm, mach. Zack. Nein! Da hat das tatsächlich überlebt, das Aquana. Ich fass es nicht. Ach komm, du bist nicht verwirrt. Du bist eine Pflanze. Stellt euch mal eine verwirrte Pflanze vor. Ist das die Sonne? Ist das Regen? Jetzt muss ich Blütenstaub abgeben. Ist das eine Biene? Ist das eine Biene? Was macht die Biene da mit mir? Ah. Einfach zu lustig. Oh nein, das ist ja nicht effektiv, stand da. Scheiße, das war jetzt dumm. Selbst verletzt auch noch. Jetzt bin ich bestimmt tot. Ah nee, noch nicht. Beutel, Hypertrank. Na, wir wollen durchziehen mit Penisring. Ich will's durchziehen. Soweit es geht zumindest. Ach, jetzt nicht wieder Beutel. Kampf. Diebeskuss soll sehr effektiv sein. So, ja gut, hätte ich mich auch heilen können. Vorhin schon. Ach, wieder Diebeskuss. Dim, 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 dim. Ich finde das schön, wie mir immer wieder Energie abzieht und ich mir die einfach wiederhole. Das ist wie ein Perpetuum mobile. Es dreht sich ewig im Kreis. So. Tja, ich bin halt mega gut. Hui, was für ein atemberaubender Kampf. Jetzt muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Als nächstes geht's zu Professor Kukui. Er wartet im Malie Ziergarten auf uns, richtig? Aber warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir wohl bald heraus. Ja. Wir sind auf Ula Ula angekommen. Das ruft nach einem neuen Insel-Pokédex. Ich bin schon gespannt, auf welche Pokémon du hier treffen wirst. Ich auch. Meine Fresse. Ja, und wie es weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen nach oben. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.